Poker. Bonner Politiker streiten sich schon über die Nachfolge von Möllemann. Notbremse. Moskau macht gegen wachsende Gewalt mobil. Höhenflug. Christoph Duffner gewinnt Auftakt der Vierschanzentournee. Heute Abend im Nachrichtenstudio von RTL Aktuell Brigitte Reimann, Andreas Diek und Peter Klöppel. Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL Aktuell. Es wird bedrohlich eng für Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann. Denn in Bonn gibt es immer mehr Hinweise, die eigentlich nur einen Schluss zulassen. Die Briefbogenaffäre kostet den FDP-Politiker den Kopf. Er wird spätestens nächste Woche zurücktreten müssen. Beate Müller-Blattau fasst zusammen, was sich heute in Bonn getan hat. Die schwerste Salve gegen Möllemann kam von Kanzler Kohl, der bisher versuchte, die Affäre auszuschweigen. Über seinen Sprecher meldete sich der Kanzler unmissverständlich und streng zu Wort. Der Bundeskanzler erwartet, dass Bundeswirtschaftsminister Möllemann nach seiner Rückkehr die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sofort und umfassend aufklärt. Der Grund für die Kohl-Aktion: Es gibt neue Fragen, auf die der Kanzler eine Antwort will. Es wird eng für Möllemann, denn nach RTL-Informationen hat der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Ost dessen Mitglieder bereits vorgewarnt. Die für Dienstag geplante Sitzung wird vielleicht gar nicht stattfinden. Ost rechnet offenbar damit, dass Möllemann bis dahin schon weg vom Fenster ist. Auch FDP-Chef Lambsdorff schießt sich auf Erzfeind Möllemann ein. Er hat ihn vor den FDP-Vorstand zitiert, eine Woche früher als geplant. Jürgen Möllemann dürfte sich also auf einiges gefasst machen, wenn er am Wochenende wieder in Bonn eintrifft. Deswegen die Frage an Andreas Windschild in Bonn. Wer wird denn in Insiderkreisen in der Hauptstadt bzw. am Regierungssitz als möglicher Nachfolger gehandelt? Zwei Namen vor allem werden in der FDP und in der FDP-Kreisen gehandelt. Das ist zum einen Günter Rexroth, stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Berlin, ein ausgewiesener Wirtschaftsexperte. Zum anderen Walter Hirsche, Brandenburgs Wirtschaftsminister. Beide haben sich empfohlen, beide haben eine Chance. Die Namen werden nicht laut gehandelt, aber immerhin, sie stehen zur Debatte. Zum anderen wird gehandelt der Name Matthias Wissmann, ein ausgewiesener Wirtschaftsexperte aus den Unionskreisen, aus der Unionsfraktion, auch dort seit langem tätig, aber dieser Name mit aller Zurückhaltung. Schließlich gibt es eine dritte Variante, die nämlich die Helmut Kohl möglicherweise am allerliebsten wäre, nämlich einen ausgewiesenen Mann der Wirtschaft ins Kabinett zu holen, mit parteipolitischem Anschlag, aber nicht parteipolitisch gebundener Mitgliedschaft. Das wäre möglich. Wenn er dann auch Osterfahrung hätte, umso besser. Aber wäre die FDP denn bereit, ihr Wirtschaftsministerium überhaupt aufzugeben und einem der Koalitionspartner zu überlassen? Die FDP sagt bisher dezidiert Nein. In der Koalitionsverabredung, die zu Beginn der Legislaturperiode getroffen wurde, heißt es, und da steht es wörtlich, in der Koalition besetzt die FDP das Wirtschaftsministerium. Daran soll nicht gerüttelt werden. Soweit Andreas Windschild aus Bonn. Da haben wir alle geglaubt, dass der Streit um das Asylrecht vorbei ist. Aber das ist leider nicht der Fall. Denn jetzt machen sich Politiker von Regierung und Opposition schon wieder heftige Vorwürfe. Die SPD sagt, Innenminister Seiters unterläuft die gemeinsame Vereinbarung. Die Union kontert, das sind empörende Anschuldigungen. Thorsten Rademacher berichtet. Der 6. Dezember. Nach 60 Stunden Verhandlung einigen sich Koalition und SPD. Jetzt taucht ein Referentenentwurf des Innenministeriums auf, in dem der Asylkompromiss auf einmal ganz anders aussieht. Darauf die SPD. Wir müssen die Union zwingen, auf das, was wir aus guten Gründen, gewiss unter Schmerzen, aber aus guten Gründen Anfang Dezember vereinbart haben, dass das auch Gesetz und Verfassung wird. Zwei Beispiele der Kritik. Laut SPD steht in dem Kompromisspapier, Menschen aus sicheren Ländern können an unseren Grenzen auch weiterhin Asyl beantragen. Das sieht der Innenministerentwurf so nicht vor. Zweiter Kritikpunkt. Nach SPD-Lesart darf in Zukunft nur das Bundesamt für Flüchtlinge über Asylanträge entscheiden. Aber auch das ist noch strittig. Die Reaktion von Innenminister Seiters auf die Vorwürfe, sie sind unfair und haltlos. Die Fachleute aus dem Innenministerium müssen sich jetzt mit den Experten der SPD erstmal zusammenraufen. Und bei uns geht's weiter mit den Auslandsnachrichten. Brigitte Reimann. Alle Bemühungen, den 415 deportierten Palästinensern im Südlibanon zu helfen, endeten heute in einer Sackgasse. Neuer Vorschlag des UNO-Generalsekretärs Boutros Ghali: Die Männer sollen in ein Internierungslager nach Israel gebracht werden.
Boutros Ghali bestätigte, dass 16 der ausgewiesenen Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge sind. Mit der Deportation wurde eindeutig internationales Recht gebrochen, sagte Ghali. PLO-Führer Yasser Arafat erklärte nach einem Gespräch mit dem UNO-Generalsekretär, die Ausweisung kommt einer Art ethnischer Säuberung gleich. Unterdessen wird die Lage im Niemandsland kritischer. 3 Deportierte haben Schusswunden, müssen dringend im Krankenhaus behandelt werden. Einer der ausgewiesenen Männer hofft besonders auf baldige Rückkehr. Seine Tochter Iman Hamas wurde in der Nacht in Jerusalem geboren. Die Präsidenten der USA und Russlands haben es offensichtlich eilig mit der Unterzeichnung des TAR-2-Abrüstungsvertrags. Schon am Wochenende reisen George Bush und Boris Jelzin zum Gipfeltreffen in den Schwarzmeer-Badeort Sotschi. Am Sonntag setzen sie dann ihre Unterschriften unter den Vertrag, der vorsieht, dass 2/3 aller Langstrecken-Atomwaffen vernichtet werden. Beide Präsidenten meldeten keine Änderungswünsche an, sodass Bush das Abkommen rechtzeitig vor der Amtsübergabe an Bill Clinton am 20. Januar unter Dach und Fach bringt. Der gestürzte jugoslawische Ministerpräsident Panic will seine Absetzung nicht anerkennen. Auch gegen den Willen des Parlaments werde ich weiterhin die Regierung führen, sagte Panic in Belgrad. Berichte von einem Angriff der Moslems auf den serbischen Belagerungsring um Sarajevo wurden unterdessen wieder dementiert. In Sarajevo wird das Überleben immer schwerer. Heute ist der kälteste Tag des Jahres. Darunter leiden besonders die Alten, denn die Straßen sind glatt und gefährlich. Die 65-jährige Maria quält sich jeden Tag durch die Straßen der Stadt, um Wasser und ein paar Lebensmittel zu besorgen. Maria lebt allein, ihre beiden Söhne sind im Krieg. Wenn ihre Nachbarn vor den serbischen Granaten in die Bunker flüchten, ist niemand da, der sie mitnimmt. Nachts ist es so kalt, dass ich manchmal ohnmächtig werde, erzählt sie. Ihre Hoffnung, morgen mal wieder eine warme Suppe kochen. Präsident Bush reist zum Jahreswechsel nach Somalia, um die Moral der Truppe zu stärken, heißt es. Schon einen Tag vor der Ankunft des Präsidenten wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt Mogadischu drastisch verschärft. Das Leben der Bevölkerung von Somalia hat sich unterdessen in vielen Teilen des Landes deutlich verbessert. Ein amerikanisches Kamerateam hat die Menschen in diesem Lager nach 3 Wochen zum 2. Mal besucht. Bilder, die Hoffnung machen. Dieses Kind stand damals kurz vor dem Hungertod. Heute geht es ihm schon erheblich besser. Vor 3 Wochen noch völlig ausgemergelt, kann dieser Junge sogar schon wieder lachen. Ihr hätte vor 20 Tagen niemand mehr eine Chance gegeben. Seit die Lebensmittel ihre Ziele erreichen, hat auch sie wieder eine Zukunft. Nach dem Erfolg der Operation Hoffnung beginnen die Amerikaner jetzt damit, ihre schweren Waffen aus Somalia wieder abzuziehen. Haubitzen, Panzer und andere Fahrzeuge stehen im Hafen von Mogadischu und werden auf Schiffe verladen. Neues Ziel, die Golfregion. Pannen und Meldungen von Wahlfälschungen haben in Kenia die ersten freien Präsidentschaftswahlen begleitet. Bei Unruhen wurden 2 Menschen getötet. In Nairobi ging eine aufgebrachte Menge auf einen Wahlhelfer los, der Stimmzettel in ein Wahllokal brachte. Die Menge vermutete Wahlfälschung, weil einige Stimmzettel markiert waren, andere nicht. Der Wagen des Wahlhelfers wurde beschädigt, Stimmzettel flogen durch die Gegend. Die Polizei feuerte in die Luft, um die wütende Menge zu zerstreuen. Nach ersten Stimmauszählungen liegt der seit 14 Jahren herrschende Präsident Daniel Arap Moi in Führung. Die Gewalt- und Verbrechensrate in Russland ist in diesem Jahr dramatisch gestiegen. Und das nicht nur in Großstädten wie Moskau und St. Petersburg, sondern auch in kleinen Industriestädten wie Engels an der Wolga. Die Polizei dort hat jetzt die Notbremse gezogen und den Aufbau von Spezialeinheiten beschlossen. Andriz Albertus berichtet. Dienstagmorgen, ein scheinbar ganz normaler Tag in einem Wohnviertel der Industriestadt. Doch die Passanten sind entsetzt. Ein 16-jähriges Mädchen hat in der Nacht ihr neugeborenes Kind einfach aus dem Fenster geschmissen. Die Nachbarn munkeln, der Vater der 16-jährigen Mutter sei extrem...